Willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Smaragd Edition. So, wir haben unsere Pokémon aufgefüllt und jetzt wollen wir mal wissen, was es hier auf sich hat. Warum stehen wir hier eigentlich an und bezahlen? Wir sollten einfach hineingehen. Okay, die stehen hier an anscheinend. Das ist wohl der Boss hier. Hey, du da, hör auf drängeln. Wir stehen hier ordentlich an. Okay, Team Aqua ist also auch mal, bürgerlich respektabel. So. Was sollen wir jetzt hier machen? Wir sehen hier gerade, es wird blockiert von den... warte mal, wir gehen nochmal zum Strand und trainieren unsere Pokémon. Schwalbini, Wuka, Psyche. Ja, dieser Psyche, der muss auch weiter hier an Erfahrungspunkten gewinnen. Ich würde sagen... ja, machen wir einfach mal. Hier Wuka hin und dann tauschen wir Schwalbini mit Psyche aus. Hallo? Nein. So, jetzt aber hier. So. Und dann werden wir mal einen Partnerkampf versuchen anzuzetteln. Wollen wir mal sehen, ob wir hier einen guten finden können. Ah, hier. Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandburg zu bauen. Hä? Das schenke ich dir. Pudersand? Junge, ich reib dich gleich mit deinem Pudersand an. Hier liegt ein Pokéball. Sieht nach einer Falle aus. Und vielleicht nach zwei Gegnern. So ein Sonnenschirm sieht doch aus wie eine riesige Blume. Findest du nicht? Tada, siehst du, mein Schwimmreifen ist ganz rund. Wow, ein Schwimmreifen ist rund, unglaublich. So, nein, jetzt geht's aber wirklich los hier. Wieder ein Partnerduell. Anscheinend Bruder und Schwester. Lola und Carlo möchten gegen dich kämpfen. Ein Azuril und ein Tentara. Azuril ist schon ein recht seltenes Pokémon, welches ich damals angeblich versucht zu fangen habe. So. Machen wir mal Felsgrab auf Azumarill und Teleport von dem Psyche. Und der Psyche müsste jetzt auch ein Level hochkommen, wenn Azure gleich tot ist. So, Tentara setzt jetzt Umklammerung ein, allerdings bei Wuka, was Gott sei Dank ist. Aber der Azure hatte ja auch noch eine Attacke. Und er setzt Platsch. Ne, oder? Willst du mich verarschen? Platscher hat jetzt Azure auch noch. Eieieiei. Ach du. Was ist denn jetzt los? Oh. Immer auf B. Tackle, ich weiß nicht, ob... ja, doch. Zieht wahrscheinlich alles ab und dann nochmal Teleport. Tackle! Bumm! Komm, Psyche muss jetzt mindestens Level 8 sein. 42 für Wuka und 42 für Psyche. Das reicht natürlich. Level 8. Und leider keine neue Attacke. Alter, wenn er Konfusion hat, feiere ich das. Denn dann kann er endlich mal aus eigener Kraft hier einen Pokémon-Kampf anzetteln und muss nicht mal im Partnerkampf hier verweilen mit dem scheiß Teleport. Ich wäre auch zufrieden, wenn ich eine... ach, der hat noch einen Azuril. Wenn ich eine... naja, wenn ich noch eine... ein TM bekomme, was ich ihm beibringen kann. Psychokinese zum Beispiel. Boah, das ist eine sehr gute Attacke. Ja, im Moment, wie gesagt, Superschall und alles bringt... ah doch, das bringt leider was. Auch wenn Psyche da nicht angreift, eigentlich. Charme. Auf Wuka Angriff. Steigt, sinkt stark. Ach du Kacke. Was gar nicht sehr gut ist. Ah, verdammt. Psyche ist verwirrt. Ja, schlägt sich wahrscheinlich selbst. Ja, ganz toll. Giftstachel jetzt auf Psyche. Das wird schwer. Hat er überlebt, aber ist vergiftet. Was nicht gut ist. Und jetzt nochmal Charme auf. Wuka. Ach du Kacke. Jetzt wird es hier wirklich brenzlig. Gott sei Dank haben wir noch Schwalbini auf Lager. Und der Psyche, der sieht auch nicht mehr so fit aus. Vielleicht kann er jetzt nochmal, wenn Azuril tot ist, jawohl, Erfahrungspunkte sammeln. Nochmal 42. Reicht nicht für Level 9. Was natürlich blöd ist. Ja, jetzt kommt wieder der Teleport. Ach, er ist auch noch verwirrt. Gott sei Dank kann er jetzt Teleport einsetzen, was überhaupt nichts bringt. Aber Gift wird ihn das jetzt ganz verletzen. Ganz umbringen. Nein, sieht sogar sehr wenig ab eigentlich. Mache ich nochmal einen Felsgrab drauf. Hoffentlich Volltreffer. Ah, zieht ja gar nichts ab. Ja, zweimal wurde, wie gesagt, der Angriff stark gesunken von mir. Psyche ist nicht mehr verwirrt. Allerdings wird er jetzt an Gift sterben. Na gut, viel hat er jetzt nicht gebracht. Allerdings ist er jetzt wenigstens Level 8 geworden. Und wahrscheinlich auch knapp Level... ja, fast Level 9 eben. Schwalbini kommt jetzt in den Ring. Level 13, ich weiß nicht. War sie knapp 14? Ich weiß es nicht. Hoffentlich mal. Hoffentlich mal. Tackle und Flügelschlag. Ja... geht doch. Flügelschlag. Zack. Erstmal in Aktion. Zieht fast alles ab und Tackle. Da gibt natürlich jetzt den Rest. Mal sehen, was wir da haben.
Wir haben 135 EP, das hätte jetzt Psyche sehr, sehr gut gut kommen können. Schweibidi Level 14, wie gesagt. Und ich glaube, Level 16 wird dann die Entwicklung sein. Und noch ein Tentara. Also, die haben ja ordentlich... Warte mal, ich weiß nicht, ob Lebensstelle treffen kann. Aber ein Flügelschlag von Schwalbini und die Initiative von Vuka ist sehr, sehr gering, habe ich das Gefühl. Denn Psyche darf... Oh, ist sogar sehr effektiv. Wunderbar, denn Psyche darf anfangen und Schwalbini auch. Und die sind sogar 5 Level Unterschied. Ja, Psyche sogar, ne? 11. Also von daher. Lola und Carlo sind jetzt besiegt. Mami! Sagt Lola und Carlo. Oh, schade. Der sieht wenigstens seinen Fehler ein. Naja, gut. Ich bin jeden Tag hier. Oh nein. Jetzt haben wir diese Planscherin Lola auch noch eingetragen. Mit dem Pokéball, den ich eigentlich haben wollte. Ein Trank. Naja, gut. So, ich glaube, das war's. Ne, warte mal. Ich glaube, hier kann man auch noch Trainerkämpfe drin machen. Mache ich aber was anderes hier. Ich tausche jetzt. Nein. Schwalbini mit Vuka aus. Und ich weiß nicht, ob man hier als Sieg, wenn man alle hier besiegt hat, Psychokinese oder Konfusion bekommt. Wäre nicht schlecht. Okay, wieder eine Schönheit. Cordula mit einem Goldini. Wasser-Pokémon, Wassergift-Pokémon, glaube ich sogar. Und jetzt Schwalbini 13 und 14. So einen großen Unterschied gibt es da jetzt nicht. Und ich bin mal gespannt, wann der nächste Arena-Leiterkampf kommt. Ein Volltreffer, also sehr, sehr gut. Superschall. Kann gefährlich sein. Muss aber nicht. Wenn er jetzt natürlich sich selbst schlägt und dann nochmal Hornattacke oder so trifft, dann hat sich das Blatt sozusagen gewendet. Oh, oh. Und er setzt aber Rutenschlag ein, oder sie. Naja, gut. Wenn das will. So, jetzt bin ich immer noch verwirrt. Das ist eigentlich blöd. Und dass ich mich wieder selbst schlage auch. Ist ja klar. Nassmacher. Stärkt das nicht irgendwie die Wasserattacken? Die Stärke des Feuers wurde geschwächt. Also, warum hat er das jetzt gemacht? Ich habe weder ein Feuer-Pokémon noch... Naja, egal. Alter. Ja, am Ende nochmal ein Schnabel. Also, unglaublich. Ich hab's erwähnt. Das Blatt könnte sich wenden. So, streng dich jetzt an, Vuka. Du bist das letzte Pokémon. Ein Tackle und zack. Goldini müsste jetzt sofort weg sein. Und wir haben eigentlich auch schwache Attacken. Felsgrab ist doch nicht so stark wie angenommen, aber Vuka ist jetzt Level 20. Vielleicht lernen wir Lehmbrühe. Gesichte. Gesichte war eine Geschichte. So, ab zum nächsten Gegner. Wenn du Lust auf einen heißen Kampf auf hoher See hast, findest du keinen lodernden Trainer als mich. Wollen wir mal sehen, mein Freundchen. Auf jeden Fall wirst du verlieren. Hoffe ich mal. Ich habe nur noch einen Pokémon. Der sieht aus wie Macholo und so. Ah, der hat einen Wingull. Also das ist ja nichts. Felsgrab sofort tot. Und dann auch noch Level 11. Ist ja überhaupt nichts. Tackle, komm, Volltreffer locker hier. Oder auch noch nicht mal einen Volltreffer. Wunderbar. Viel erwarte ich da jetzt nicht. 150, naja. Nicht gerade viel. Macholo, wie gesagt. Also von so einem natürlich eine respektable Pokémon hier, die Respekt einbringen. Aber Macholo jetzt nicht wirklich hier sehr wirklich. Oder doch, der hat es ausgehalten. Ich glaube es nicht. Aber Energiefokus, also das meine ich immer an den Trainern. Die sind ziemlich dämlich. Setzen wirklich Energiefokus ein. Das bringt doch überhaupt nichts, Leute, oder? Vor allem, wenn man so ein geringes Level hat wie Macholo hier. Naja gut, 207... ist auf jeden Fall mehr als 150. Und Tentara, das Pokémon, das ist auf jeden Fall gefährlich. Hat eine sehr hohe Verteidigungsrate und oder auch nicht. 247, also da bekommt man immer sowas von viel von dem. Das war ein heißer Kampf. Ich kann die Niederlage verkraften. Will ich dir auch raten. So, gibt es hier noch einen Freiwilligen, der gegen uns kämpfen will? Der da oben. Ah, hier die. Lola 2 wahrscheinlich. Ich werde dir zeigen, wie toll meine Pokémon sind. Aber heute bloß nicht los. Aber heul bloß nicht los. Wirst ich heulen? Ich heule nie. So, Planscher Simon, Azuril. Also, diese Insel hat es hier wirklich mit diesen Azuril. Wo bekommen die her? Können die mir das verraten? Ah, geht daneben.
Und dann ist auch noch diese Scheiße, dass der Felsgrab schwach ist und auch noch eine nicht gerade hohe Genauigkeit hat. Zack. Aber für einen Volltreffer reicht es. So, ein Merl mal. Nehme ich Lebensstelle. Ich glaube, das ist sogar sehr effektiv. Nicht. Geil. Aber die Genauigkeit geht raus. Runter. Und Eingler. Eingler. Sowas kenne ich von Kleinstein, aber jetzt das... Ach, Mann, komm. Ein Trainer ist auch nicht so doof und nimm dir mal Eingler. Komm, nimm doch mal hier Aquaknarre. Stimmt, ist ja normal, ne? Zieht gerade nicht viel, zieht nicht gerade viel ab. Und Lehm, und Felsgrab, das ist einfach eine schwache Attacke, finde ich. Die muss ich auf jeden Fall weghaben aus meinem Deck. Die bringt überhaupt nichts. Los, tackle jetzt Volltreffer und dann, jawohl. Zwar kein Volltreffer, aber hat gereicht. Und 21? Nö, glaube, reicht nicht. Ja, der Simon ist jetzt besiegt. Ich habe verloren, aber ich heule nicht. Ja, ja, ja. Und seine Augen sehen irgendwie ganz komisch aus. So, jetzt gehe ich mal nach hier oben. Du bist brandheiß, die Kämpfe glühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Du hast deine Fertigkeiten bewiesen. Zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Sprudel erhalten. So, ja, vielen Dank. Hat sich jetzt wirklich gelohnt. Aber wenigstens habe ich meinen Wuka jetzt trainiert. Und das ist... Aber komm, einen Trainerkampf muss ich noch machen, damit er jetzt wirklich Level 20 ist. Ja, 21. Hier, du vielleicht? Du Matrose da? Was? Ah, jetzt reagiert er. Ich habe meinen Anker in vielen Häfen der Welt geworfen, aber Graffiti Port City ist der schönste Hafen. Tja, in diesem Spiel gibt es, glaube ich, nur einen Hafen. Nee. Es gibt mehr. So, Vinguil gegen Vuka. Felsgrab und das war's. Bam, 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 bam. Sehr effektiv. Tschüss. So, und Level 21. Wunderbar. Hoffentlich eine neue Attacke und nicht Gesichte. So ein Kack. So, Level 21. Sehr schön. Und umso höher man wird, umso schwerer wird es natürlich, den aufzuleveln. Weil dann immer mehr Erfahrungspunkte nötig sind, um einen Levelaufstieg möglich zu machen. So, jetzt mal Lebensschelle hier. Das ist sehr effektiv. Nicht. Ist ein Kampf-Pokémon, ne? Aber dagegen war, glaube ich, Flug sehr effektiv. Gegen Machomai, Macholo, Razav, Menki und so. So, Lebensschelle nochmal. Guck mal, Genauigkeit runter. Also das ist eben die gute Sache hier bei Lebensschelle. Aber dennoch treffen seine Attacken. Das ist bemerkenswert. Machen wir nochmal einen Tackle und dann sieht es vielleicht anders aus hier. Zack. Und ciao, Macholo. Schade, schade, Schokolade. 225, wie gesagt. Ordentliches Ergebnis. Du bist der Beste. Vielen Dank für das Kompliment, mein Freund. So, aber jetzt will ich der Sache oben mal auf den Grund gehen. Jetzt habe ich das, was ich wollte. Boah, bloß kein Kampf mehr hier. Jetzt habe ich wirklich genug. Ja. So. Erstmal wieder ins Pokémon Center natürlich. Kennen wir. Alles immer der gleiche Vorgang. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Okay, wir bündeln deine Pokémon. Ja, ja, ja. Bitteschön. So, ich muss mich bedanken, dass sie meinen Pokémon wieder geheilt haben. So, wie gesagt, kann ich hier gerade nicht lang, also gehe ich nach hier oben. Hier im Gras könnte ich vielleicht neue Pokémon fangen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, denn meine Pokémon sind ziemlich schwach noch. Mirabla aber nicht, das ist eine Pflanze, Pflanzegift. Und die Weiterentwicklung, die sind eher nicht gerade so schön. Ich glaube, dafür braucht man auch Mondstein oder so. Kann sein, dass ich mich irre. Ich gebe keine Garantie. So. Mal sehen, was es hier für Pokémon gibt. Ein Fritzblitz, oder? Ja, Fritzblitz. Warte mal, habe ich ein Donner-Pokémon schon? Nein, habe ich nicht. Und ich glaube, ich kaufe mir das mal. Warum sage ich kaufen? Nein, ich meine natürlich, ich fange mir das mal. Warum nicht? Im früheren Deck von mir hatte ich es nicht. Aber wenn ich es trainiere... Ist es durchaus stark eigentlich. Ah, na gut, dann mache ich diesen Trick von Heiko, den er mir im zweiten Part gezeigt hat. Ne? Den ich vorher auch noch nicht kannte, ne? So, Schnabel, ich hoffe, der ist nicht tot. Boah, nicht sehr effektiv. Das ist schon mal gut. Oh,
Da fällt mir gerade ein, das ist ein Donner-Pokémon. Nicht, dass ich gleich wieder zum Pokémon-Center laufen muss. Level 12 ist auch noch ziemlich gut. Wart mal. Das ist Stahl und das ist Flug. Da mache ich mal Flügel stark. Das ist eine stärkere Version von Schnabel. Aber, naja, gut. Jauleer. Ich weiß nicht, ob Rock to Keep alles abzieht. Ich hoffe mal nicht. Ich nehme es jetzt mal. Komm, zack, zack. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Yeah. Donnerwelle, verdammt. Das habe ich befürchtet. Schwalbini ist paralysiert, es greift eventuell nicht an. Na gut, dann Beutel und Pokéball. Hoffentlich, komm. Ah, was ist denn da los? Dann werfe ich jetzt einen Superball eben. Oder ich mache nochmal einen Schnabel. Ah, ich werfe einen Superball. Egal, zack, Superball. Wenn das nichts bringt, nochmal Schnabel, wie gesagt. Was? Hat sich noch nicht mal gerollt. Siehst du, das habe ich auch schon mal in Part 2 erwähnt, dass ich keinen richtigen Unterschied zwischen Superball und Pokéball feststellen kann. Superball schon, aber nicht zu von Pokéball zu Superball. Eieiei, Schnabel. Oh, du dumme Scheiß-Schwalbini. Ah, Mann ey, so ein Trottel. Jetzt bringt er ihn auch noch um. Boah, 178. Ist ja gleich 15 hier. Hoffentlich kommt Fritz Blitz nochmal unter ein Level. Ah, Vivien, welches ich nicht haben will in meinem Team. So. So, komm. Oh, ein Minus oder irgendwie es heißt. Minun. Genau. Da gab es irgendwie so Zwillinge. Wie der andere heißt, weiß ich aber nicht mehr, aber den will ich nicht kaufen. Das erinnert mich an Pikachu irgendwie. Ist auch irgendwie so eine kleine Form. Allerdings entwickeln kann er sich nicht. Deswegen ist es eher unrelevant, da die Statuswerte ziemlich gering sind. Deswegen ist es ja gut, wenn ein Pokémon immer drei Entwicklungen hat. Drei Entwicklungsstufen, dann ist es eben so, dass die Statuswerte ziemlich hoch nach oben gehen. Und das ist sogar jetzt Level 13. Also das wird jetzt hier ein enger Kampf. Ich nehme nochmal Ruckzuck Keep und ich bin paralysiert. Wunderbar. So wollen wir es. Nochmal Jauler. Ach, sein Angriff steigt nochmal. Achso. So, jetzt nochmal Ruckzuck Keep hier. Oh, naja. Donnerwelle. Sag mal, hat er keinen Donnerschock oder so? Nicht, dass ich mir den jetzt fange und der überhaupt keinen Donnerschock oder so hat. Ja, perfekt. Also wenn ich ihn jetzt nicht fange, dann muss ich mir sogar Pokébälle kaufen für den, ey. Ich gehe jetzt so oder so nochmal ins Pokémon Center wahrscheinlich. Das gibt's nicht, Alter. Das kann es nicht sein. So gut ist das Pokémon auch wieder nicht, dass ich hier alles draufhauen muss. Alter, das gibt's doch nicht, Mann. Superball, jetzt komm, fang bitte, bitte, bitte. Lieber Gott, 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 lieber Gott. Yeah! Siehste, einmal an Gott glauben und dann geht der Wunsch auch in Erfüllung. Ja. Aus der Reibung der Atmosphäre generiert er Elektrizität. Ja, ja, klar. Wie nennen wir ihn? Bliebte Blight. Blight. Keine Ahnung, was das für ein Wort ist, aber ich nenne ihn Blight. Passt doch irgendwie. Blight. So, mein Blight. Wollen wir mal Status ansehen, euer Bericht. Warte mal, zieht Elektroattacken an. Okay. Wesenmäßig, Level 13, Route 110 gefangen. Okay. Tackle hat er noch, dann aber Silber liegt schon. Ja, dann würde ich sogar sagen. Warte mal, wir machen das hier mal kurz. Ich mache nochmal schnell einen Trainerkampf, bevor ich in Pokémon Center gehe. Was ist denn hier los? Das ist mein erster Job seit Team Aqua beigetreten. Ich bin ganz tat. What the fuck? Ich kann hier nicht lang. Alles versperrt. Und da kann man nur mit dem Fahrrad lang. Ja. Das Rätsel wollte ich eigentlich in diesem Part noch rätseln. Enträtseln. Lösen. War das Wort, was ich gesucht habe. Warte mal, ist Team Aqua jetzt hier drin? Nee, immer noch nicht. Die stehen da jetzt irgendwie im Museum an. Muss hier jetzt irgendwie was aktivieren, oder? Was ist denn das für ein komischer Kurs? Hier, das Licht des Leuchtturms sieht man. Ah, ja, 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 gut. Ja, ja, die sind verwirrt. Genau wie ich jetzt gerade. Hallo. Warte, ich glaube, das ist eine Reporterin, oder? Was ist dort drüben? Diese Menschenansammlung. Ich weiß es auch nicht, meine Freundin.
So, vielleicht gehe ich hier mal rein. Was ist hier für ein Haus? La, 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 la. Hm, wenn das hier hingehört und das dahin, wo gehört dieses dann hin? Und was ist mit diesem Dingsbums? Arg, ich werde da auch nicht schlau. Hm, hallo? Ich bin Bodmar. Kapitän Brick hat mich damit beauftragt, eine Fähre zu konstruieren. Oh, das sind... Ah, hier müssen wir es abgeben, aber das ist ein ungünstiger Zeitpunkt. Kapitän Brick ist irgendwo hingegangen. Er sagte, er müsse was erledigen. Kann ich dich bitten, Captain Brick zu suchen und ihm das Paket zu überbringen? Gut, irgendwo muss er jetzt hier rumschwirren. Hey, bist du Captain Brick? Das Meer ist wirklich überwältigend. Ob es durch die vergessenen Tränen Pokémon entstanden ist? Ja, das weiß wirklich nur die Geschichte. Hä? Jetzt sind sie weg. Ich glaub's nicht. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet 50 Poké-Dollar. Hast du Interesse? Hallo, ich wollte eigentlich Nein klicken, aber egal. Viel Vergnügen. Okay, mal sehen, ob ich diesen Brick finde. Da, das ist er doch, oder? Ja, wenn du Brick suchst, der bin ich. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trumm von Devon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Oh ne, sag nicht, in Kampf kommt. Wartet. Das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen das an uns. Was? Wer seid ihr? Wir sind Team Aqua. Unser Boss will diese Dinger haben, also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Nein, nur über meine Leiche. Verdammt, warum habe ich mich jetzt dahin gezwängt? Scheiße. Der Spieler, der mich gerade spielt, der wird sauer sein. Carnivana. Oh, ich hasse das Pokémon, weil wenn man es irgendwie beschädigt, dass man da nach jeder Runde von dieser scheiß Haut da irgendwie einen abbekommt. Felsgra. Bam, 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 boom. Das war's schon. Wurde besiegt, Wuka. Oh, keine Verletzung. Spieler besiegt, Team Aqua Rüpel. Oh, das Trainieren hat sich anscheinend gelohnt. Das war ja ein schneller und kurzer Kampf. Oh Mann, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Puh, du Waschlappen. Ich werde das Ding schon schaukeln. Jetzt bin ich mal gespannt. Der hat ja jetzt eine große Fresse, so wie ich eigentlich habe. Eine habe. Ja, 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 ja. Team Aqua Rüpel. Zubat. Er hat zwei Pokémon. Und ich habe Wuka. Felsgrab sehr effektiv. Und Felsgrab trifft. Damit ist Zubat schon tot. Boom. Das Schicksal habe ich soeben bestimmt. So. Wahrscheinlich bekommen wir nicht so viel EP durch Zubat. Das ist eher so ein Pokémon, der schlechteren Klasse. Carnivana. Wieder Level 14. Vorher im Kampf Level 15, aber ich meine wegen Zubat Level 14. Ja. Felsgrab. Treff. Tja. Das ist natürlich nicht gerade so toll. Und er setzt Raserei ein. Schwache Attacke. Sehr, sehr schwach. Und jetzt kommt Felsgrab und das müsste auch eine Schicksalsbesiedlung von Carnivana sein. 264. Boah. Fast 22. Spieler besiegt. Team Aqua. Was? Ich habe auch verloren? Oh, gewinnt 280 Poké-Dollar. Und nun? Wenn wir die Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein nervendes Kind meine Nerven nervt. Das war ein Wortspiel. Oh, kommt der... Oh nein, ey, sag nicht noch ein Kampf. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten, lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen. Wir sind Team Aqua und lieben das Meer. Und ich bin Team Aquas Boss, Adrian. Wieso mischst du dich in unsere Angelegenheiten ein? Nein. Das kann nicht sein. Du bist doch nicht von Team Magma. Warte mal, das stimmt doch einfach nicht. Du bist doch gar nicht danach angezogen. Pokémon, Menschen, alles Leben basiert auf den Kräften des Meeres. Daher setzt Team Aqua sich für die Ausweitung des Meeres ein. Meinst du nicht auch, dass wir uns eine großartige Aufgabe gestellt haben? Hm, du bist wahrscheinlich noch zu klein. Du kannst unsere Ideale einfach nicht verstehen.
Aber wenn du dich jemals wieder gegen uns stellst, wirst du die Konsequenzen zu spüren bekommen. Vergiss das nicht. Puh, ich dachte schon, wir müssen jetzt gegen den Boss kämpfen. Du bist Rogue. Wow, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Rogue übergibt Devon wahr. Warum ist er jetzt abgehauen, ohne die zu nehmen? Ist er irgendwie dumm? Warum verkloppt er nicht das Kind? Naja, gut. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich. Nun, du kannst dir hier ruhig alles in Ruhe anschauen, wenn du magst. Und jetzt bekomme ich noch nicht mal... Ja, eine Heilung, das ist sehr schön und gut. Aber jetzt bekomme ich noch nicht mal hier irgendwie mein Geld zurückerstattet, welches ich wirklich ausgeben musste für dieses scheiß Museum. Und hier gibt es gar nichts anzusehen, außer dieses Schiff hier. MS Arme. Eine Replikate eines Luxusliners, der um den Globus kreuzt. Ja, sehr schön. Und Computer und diese zwei Ausstellungsstücke hier. Das kann es doch nicht sein, oder? Naja, auf jeden Fall beende ich jetzt diesen Part. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns bestimmt im nächsten, oder? Bis dann, ciao.